Und ja, Sie haben recht. Einen Beitrag über Feuerwerk muss eigentlich ein Mann machen. So ein richtiger Kerl. Aber leider hatte heute keiner Zeit. Darum mache ich das für Sie. In einem Bericht zum Thema Matratzen könnte ich natürlich Probe liegen, Ihnen den Unterschied von Latex und Taschenfederkern erklären, sagen, was Matratzen kosten und von den neuesten Trends berichten. Mache ich aber alles nicht. Jedenfalls nicht heute. Stattdessen ziehe ich los mit Marc Schmidt. Der ist Bettenexperte und wir bieten spontane Vor-Ort-Beratung an. Entschuldigung, ich bin vom ZDF. Neues Leben erwacht im Frühling. Guten Morgen. Guten Morgen. Hitzetipps, Hitzetipps. Kaum scheint die Sonne vom Himmel runter, schon gibt's dazu einen Ratschlag aus dem Fernsehen. Ich mach das heute mal für Sie und das geht dann in etwa so. Der Reporter klemmt sich voll innovativ, Requisiten unter die Arme und tapst los. Erste Regel, kein Beitrag ohne Experten. Der hier ist Kardiologe und erklärt, was eigentlich das Problem ist bei 35 Grad. Man schwitzt eine Menge, man verliert Flüssigkeit. Sehr traditionell setzen wir in diesem Jahr Kartoffeln. Dabei bitte Folgendes beachten. Genau. So rum einpflanzen. Genau. Nicht? Ja. Nicht so rum, ja. So rum. Ja. Nein. Der Austrieb muss oben sein. Regel Nummer 2, Bilder von Betroffenen. Vor allem bei Kindern sollten die Eltern darauf achten, dass sie viel Flüssigkeit zu sich nehmen und richtig gut eingecremt sind. So ein Teilchen kostet um die 30 Euro und spart ganz klar den Beitrag fürs Fitnessstudio. Ist mir zu stressig, ich nehme den Benziner. Ja, man kann hier mit der Hake weitermachen. Probleme kriegen wahrscheinlich auch die, die bei Hitze auf dem Bau schuften. Arbeitgeber sind dazu angehalten, ihre Mitarbeiter zum Trinken aufzufordern. So ein bisschen Grassamen in die Hand und reguliert hier über den Daumen. Ja, sozusagen. So, dann wirft man so und dann immer so mit dem Handgelenk lose geschwenkt. Gucken Sie mal, wie der das kann. Frau Matte auch so. Regen durchtränkt noch schnell einen Blick auf die Rose. Die hat Läuse. Hier hilft ein biologisches Spritzmittel. Aber bitte nicht mehr heute. Denn erstens bleibt es bei der Nässe nicht auf den Blättern und zweitens haben wir vom Gärtnern erstmal die Nase gestrichen voll. Als Weihnachtsmann kann man hier am Gendarmenmarkt natürlich immer arbeiten. Aber das wäre ja zu einfach. Da versuche ich lieber das hier. Würstchen, lecker Würstchen. Na wunderbar, hier er und ich. Das geht doch. Das hier ist aber auch ein Riesenspaß. Beim Rahmbrot werden Teigbällchen zu platten Schuhsohlen gerollt. Juhu. Blitze, die die Welt verändern werden. Und eine Fertigungshalle, die mit dem, wie man sich Fertigungshallen so vorstellt, nichts mehr zu tun hat. In solch grauen Kästen entsteht dieses Teil im 3D-Druck. Ich habe Höhenangst. Ich habe manchmal Angst, meine Meinung offen zu sagen. Aber am meisten Angst habe ich vor diesen Viechern hier, wenn sie echt sind. Okay, du Monster, ich komme. Die Spinne ist nicht so begeistert, mich wiederzusehen, aber... Oh, ist alles, alles cool? Ja. Alles cool? Hammer. Ich bin so stolz das auf dich. So hätte ich vorhin nicht gedacht. Guck ist klar. Sieht aus wie ein Eichhörnchen, oder? Hier hat ein Kunde einen Käfig komplett mit Vogel kreiert. Für den Drucker gar kein Problem. Und das Lieblingsmodell bei Shapeways momentan ist diese Miniaturausgabe eines bekannten niederländischen Kunstwerks. Zum Schluss noch ein paar Stimmen aus dem Volk. Wir sitzen ja hier im Schatten. Nee, ich habe keine Probleme. Probleme habe ich auch nicht. Jedenfalls keine größeren. Und übrigens, der Beitrag ist jetzt fertig.